Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Jo, wir sind wieder im Dungeon, also im Wald-Dungeon. Und ja, werden uns hier weiter durchkämpfen. Die neue Waffe ist echt cool, muss ich sagen. Die macht richtig schön Damage. Hier können wir schon in die zweite Ebene, das möchte ich noch nicht. Möchte ich das? Eigentlich wäre es wurscht, oder? Wir möchten das. Gehen wir gleich rein, ist ja egal. So. So. Wir brauchen Gegenstände, wir brauchen Geld. Viel Geld. Und Gegenstände und Geld und alles zusammen. Wir brauchen viel, sehr viel. Bitte sei nicht buggy. Sehr gut, geklärt. Wir haben hier Botaniker-Natuz. Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand in der Richtung, sicher nicht. Flucheffekt wird aufgehoben. Sende Gegenstand nach Hause. Flucheffekt blockiert. Machen wir das mal so. Sendet Gegenstand nach Hause. Würde ich sagen, können wir das mit der Notiz machen. Die ist sehr wertvoll, glaube ich, recht wertvoll. Und die nehmen wir jetzt einfach alles so mit. Zack, zack, der ist erledigt, zack, der auch, zack, der ist auch erledigt und zack, 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 der ist auch erledigt, sehr gut. So, dann, hoppala, da machen wir noch die Truhe auf, bitte sei nicht buggy, hab Glück gehabt. Flucheffekte blockiert, dann schauen wir mal so, würde ich sagen, was haben wir hier? Ich blockiert, wie viele Effekte da blockiert sind, also wie viele Flüche, unglaublich. Ja, das macht schon mehr Damage. Richtig schöner Damage. Scheiße, da ist mir das runtergefallen. So, 1, 2, 3. Sehr gut. Ja, das macht ordentlich Schaden. Das ist gut. Ich schau mal da runter. Nein. Ich wollte nur mal testen, ob da was wäre. Wäre, glaube ich, zu viel Glück gewesen. So. Unsere nächste Investition, geldmäßig, wird dann sein, die Waffe weiter, also zu verzaubern. Au, du Krippel. So. Na, du? Ja, ja, ist schon ready, ich komm schon. So, gib's jetzt mal Ruhe, Mistviech. So, und zack, weiter. Da fällt mir aber gerade ein, und ich merke gerade, dass es hier in dieser Ebene, glaube ich, ganz selten von diesen Monstern gibt, die uns diese Notizzettel, von denen wir die nur brauchen. Was jetzt aber eigentlich nicht gut ist. Auch noch gerne. Hoppala, das ist die nächste Abteilung. Ich hätte auch noch gerne. Ja, ja, ist schon gut. Was wollte ich sagen? Ich hätte noch gerne die Notizzettel allesamt. Platz haben wir auch noch. Also, sonst muss ich noch beinhart den Dungeon Stufe 1, also die erste Ebene, mal durchspielen. Genau, sind wir dann schon fertig. Da drüben ist noch was. Schauen wir uns noch an. Jawohl, Notizzettel. Glück. Oh, wir sind voll. Oh je. Okay, jetzt erst fertig kämpfen. Dann, Alter. Dann werden wir uns den Zettel holen. Die Zettel holen. So, der ist auch erledigt. Der ist auch erledigt, passt. So. Was können wir entbehren? Ich würde sagen, das hier.
werde einmal eintrinken. Das werden wir stapeln. Dann können wir die Notizzettel schon mal aufheben. Zerstört. Flucheffekt aufheben. Machen wir auf jeden Fall. Passt. Jetzt können wir schon was stapeln. Dann geht sich das vielleicht alles gut aus. Werden wir gleich sehen. So. Der nächste Flucheffekt. Sehr gut. Kann aber leider nichts stapeln. Und hier wäre nochmal Flucheffekt. Kann das aber auch nicht stapeln. Doch, ich muss es stapeln können. Ich sehe es gerade. So, dann geht sich nämlich alles super aus. So. Super. Und wir können nach Hause. Das mache ich auch sofort, glaube ich. Ah, da wäre noch ein Raum. Zwei Räume sogar. Vielleicht haben wir Glück, wir kriegen noch zwei Notizzettel. Alter. Bastard. Ich glaube, die sind nicht so viel wert. Nächster Raum. Ich will gerne noch die Notizzettel haben. Aber ich glaube, da habe ich kein Glück. Alter, mach ihn kaputt. Du Nervensäge. So, geht ja. Was haben wir da drin? Eine Wurzel. Irgendwas nach Hause schicken nicht unbedingt, ne? Mann, ey. So, das verheizen wir mal. Gut. Dann werden wir das mal so machen. Das müsste schon mal klappen. Ich werde das jetzt beinhart opfern. So. Und dann nächster Raum. Boah, das geht weit. Ja, wir haben Glück. Notizzettel. Wow. Also ich überlebe das nicht. Was mir schon eher... Wow, okay, ich hab Glück. Oh, haben wir jetzt da genug? Vier und Dings habe ich zu Hause. Passt, müsste reichen. Ui, Mist, ich kann nichts aufheben mehr. Ja, der eine Trank, der ist weg, glaube ich. Egal. So, wir hauen wieder ab. Ja, das können wir ungeschauter machen. Können wir abhauen, ja, das passt schon. So, flutsch und weg. Wir haben alle Notizzettel, das müsste passen, aber Wurzeln habe ich zu wenig. Das ist natürlich wieder bitter. Sehr bitter. Da habe ich jetzt nur eine. Ich muss schauen, ob wir noch in den anderen Kisten was drinnen haben. Das wäre famos. Drei Wurzeln. So, was hätten wir da drin? Ich glaube gar keine Wurzel. Gar nichts. Was haben wir da oben drin? Nur so eine Notiz. Was hätten wir hier?
Leider auch nichts. Das heißt, zwei Wurzeln müssen wir noch kriegen. Wir sind aber erst bei Tag 6. Okay, das heißt, wir können noch ein bisschen suchten. Das ist schön. Tränke kann ich mir leider keine mehr leisten. Da bin ich schon zu arm dafür. Okay, dann gehen wir wieder in den Dungeon, würde ich sagen. Brennen unser Glück. So. Ah, falsche Seite. So, vielleicht haben wir ein Riesenglück und wir kriegen noch zwei Wurzeln. Das wäre ganz, ganz super. Aber die sollten dann, glaube ich, eher in Kisten sein, ne? Jo. Dann gehen wir es wieder an. Falsch gemacht. Jetzt ab. Hoppala. Oha. So. So. Dann schauen wir gleich hier rein. Passt, der ist erledigt. Der ist auch erledigt. Das ist schön. Sehr gut, das lief super. Aha, da geht's raus. So. Bam, bam. So, ist gut. Dann schauen wir hier runter. Ja, da ist was. Aber leider keine Wurzel. Schade. So. Zack. Gut. Gut. Okay. So, mal gucken. Okay, Holz und Stroh. Gut, noch nicht das, was wir gerne hätten. Heilen brauchen wir noch nicht. Gut, noch mehr Notizzetteln. Das ist eigentlich eh wurscht, ne? Was wir haben, haben wir. So, noch mehr Sämlinge. Unter Dünger oder Nährboden. Ich glaube Nährboden. Nährboden, genau. Nährboden war das, glaube ich. So. Schnell weg. Ach. Das war ein Schuss in den Ofen. Ihr nervt es, ihr zwei. Das kann man nicht in Worte fassen. Ihr nervt es. So, stirb endlich. Bastardviech. Wir werden gleich die Ebene wechseln, weil ich glaube, hier werden wir keine Wurzeln mehr finden. Oder schwer, nur mit viel Glück vielleicht. Aber wenn die schon in Kisten sind, dann wollen wir auch unsere Chancen optimieren. Ich glaube, hier in der zweiten Ebene hat man mehr Glück. Glaube ich. Werden wir sehen. Haben wir noch Platz? Ja. So. Alter, wieso ist die falsche Waffe ausgerüstet? Das gehört sich aber nicht. Alter, du bist das so ein schickes Viech. Alter. Meine Güte. So, jetzt aber. Wie ungut. So. Bitte sein drin, Wurzeln. Zwei Stück. Nein, gar nichts. Das ist übel. Zum Heilen habe ich auch nichts mehr.
Mann, das ist übel. Das ärgert mich jetzt. Einen Raum muss ich vielleicht noch spielen. Okay, der war für nichts. Zwei Räume lang. Mach! Unfassbar. So. Das zerstören wir mal. Was kannst du eigentlich? Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand. Also das war das. Bitte sei nicht buggy. Wieder keine Wurzel. Das ist alles sehr, sehr bitter. Das ist sehr bitter, wirklich wahr. Ja, machen wir daraus Geld, kann man eh nichts machen. Nein! Oder so, ja. Kann man auch machen. So. Passt! Müssen wir leider wieder abhauen. Hilft nichts. Das läuft gar nicht gut. Ich hoffe, dass in dem versteckten Ding Wurzeln drinnen sind. Sonst wird das echt knapp. Da um Tisch welche? Nein. Da? Nein. Scheißlich. Naja, was soll's. So, schauen wir mal, was wir alles abgeben können. Nicht viel. So, hier rein noch, was geht. Auch nicht viel. Dann noch hier unten. Nein. So. Gut. Dann müssen wir weitermachen. Wie schauen wir aus? Ja, den einen Tag können wir, also diesen Tag können wir noch im Dungeon verbringen. Hoffen wir das Beste und dann müssen wir in den nächsten beiden Tagen optimalerweise Dungeon machen plus verkaufen. Also zuerst verkaufen dann, ne, und dann Dungeon. Aber jetzt können wir normalerweise Tag und Nacht im Dungeon verbringen und am nächsten Tag müssen wir diese Notizzettel abgeben. Ich hoffe, dass wir jetzt wirklich diese Wurzeln finden, das wäre super. Ich werde jetzt auch gezielt die Kisten nochmal abfahren. Ja, hoffen wir das Beste. Ich habe jetzt keinen Drang, keine schlaue Frau. Den habe ich vergessen. So, ich hoffe, wir kommen ohne Drang durch. Mann, ich schwöre die falsche Waffe. Unglaublich. Alter. Wenn man fällt, dann anständig, ne? Einen Trank, super. Der muss genügen. So. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das lief super. Kann man ja fast gar nicht glauben. Ach komm, du kannst doch wohl da drüber. So. So.
Nein, stopp. Boah, fast im falschen Raum gelaufen. Noch nicht. Noch wechseln wir nicht die Ebene. Ich möchte erst schauen, ob wir hier noch ein paar Truhen finden. Das wäre mir lieb. So. Dann hier raus. Na. Schlagen, schlagen, hauen, schlagen, schlagen, hauen, schlagen, schlagen, hauen, hauen, schlagen, hauen. So. Einfach wie so ein Berserker draufhauen. Da, da, da. Was, das war gut? Alter. Ja, Herrschaftszeit. So, geht ja. Bitte sei nicht bang. Sehr gut. Leider keine Wurzel. Da haben wir nix. So. Zack. Ist da unten vielleicht etwas? Nein. Zack. Ja, Wurzeln. Sehr gut, wir sind gerettet. Hä? Achso. Wir sind gerettet. Na, um Gottes Willen. Was war denn das jetzt? So. Super. Aha, da oben ist was versteckt. Schauen wir gleich, wenn es ein Büchlein ist, nehmen wir es gleich mit. Normale Items. So, dann auf. Jetzt könnten wir theoretisch wirklich die Ebene wechseln. War die jetzt oben? War es drüben, oder? Da drüben. Ist hier oben vielleicht auch noch was? Nein. Ich wollte es nur mal probieren. So, einmal heilen, super, und weiter geht's. Dann versuchen wir hier auch mitzunehmen, was geht, und dann hauen wir ab. Und dann gehen wir wieder handeln. Na super, gleich als erstes den Heilbrunnen gefunden. Nicht schlecht. Sei nicht buggy. Super. Oh, wir sind voll. Warte mal, was haben wir hier? Flucheffekt wird blockiert. Das machen wir gleich mal hier. Dann kann man das schon stapeln. Das will ich unbedingt mitnehmen. Ich werde das hier opfern. Ich werde... die hier opfern. Und was bist du? Was Böses? Kaputt machen? Nein. So, passt. Und wir hauen ab. Wir sind voll eigentlich, ja. Ja, bitte. Gehen wir raus. So, dann versuchen wir noch unseren Tisch in Ordnung zu bringen. Und ja, also im Geschäft, ne? Hauen wir alles voll, was geht. Und das Item, die Zettel darf ich nicht vergessen. Dann gehen wir handeln. So. So, tada. Wobei, wir könnten einmal noch... geht sich von geldmäßig nichts mehr aus. Mm-mm. Nein.
Nein, das machen wir nicht. Wir gehen nicht mehr in den Dungeon. Wir treten hier nochmal alles voll. Damit wir die schönen vollen Stacks haben. So. Auch hier. Platz hat. Alter. Dam, da, da, dam, dam, dam. Dam, 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 dam. So, gut. Wir gehen schlafen und im nächsten Part werden wir dann Handel treiben. Also gut, ihr Lieben. Das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!